Hallo, ich bin Klaus Pösch, der Sandmann. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie die Luft in Ihrem Bild korrekt einstellen. Die Luft im Bild entscheidet darüber, ob das Bild schnell oder langsam fließt. Die Luftblasen beim Umdrehen halten den Sand oben und der Sand versucht, einen Weg durch die Luft sich zu bahnen. Und je nachdem, wie viel Luft im Bild drin ist, kann es schnell oder langsam fließen. Um die Luft richtig einzustellen, brauchen wir eine Spritze und damit Sie wissen, wie viel Luft ist die richtige Menge, haben wir die AirScale für Sie entwickelt. Jedes Bild hat eine Lochbohrung. Durch diese Lochbohrung können Sie mit der Spritze in das Bild einstehen. So, das Bild hier hat die perfekte Lufteinstellung. Es fließt schön langsam. Das Bild hier hat zu wenig Luft drin. Sie sehen hier, die Luft kann hier nicht abschließen und den Sand nicht halten. Es fließt schnell und macht nur flache Dünen. Das Bild hat zu viel Luft drin. Die Luftbarriere ist so dick, dass der Sand nicht mehr durch kann. Hier wird gar nichts passieren, es wird genauso stehen bleiben. Was machen wir also mit den zwei Bildern, die nicht korrekt eingestellt sind? Wir regulieren die Luft. Dazu brauchen wir die Spritze und die AirScale. In jedem Bild ist eine Lochbohrung, durch die können Sie mit der Spritze ins Bild einstehen. Es empfiehlt sich erst etwas Luft in die Spritze reinzugeben, dann einzustehen. Nehmen Sie die AirScale und halten Sie die in die Ecke rein, nicht unter den Rahmen runterschieben, in die Ecke. Und jetzt korrigieren Sie die Luftmenge so, wie es nach der Skala vorgeschrieben ist. Mit der korrekten Luftmenge wird das Bild so wie das hier schön langsam fließen. Dasselbe hier, zu wenig Luft drin, fließt zu schnell. Was machen wir? AirScale anlegen, ins Bild einstehen, Luft reingeben, bis zur Skala und dann funktioniert es, wie es sollte. Schön langsam, geht 20 Minuten, halbe Stunde, bis zu einer Stunde und bildet wunderschöne Landschaften, Gebirge. Vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß beim Einstellen.